Die Bundeskanzlerin hat diese Woche etwas Ungewöhnliches gemacht, was man in der Öffentlichkeit selten erlebt. Sie hat einen Fehler zugegeben. Und nicht nur das, sie hat sogar die Öffentlichkeit um Verzeihung gebeten. Diese Woche hatte ich die Gelegenheit, mit jemandem, der Angela Merkel regelmäßig persönlich begegnet, ein Mitglied des Deutschen Bundestages, ein Gespräch über die Fehlerkultur in der deutschen Politik zu führen. Nächste Woche gibt es ein Video, was sich mit der Fehlerkultur in unserem persönlichen Umfeld beschäftigt. Aber für jetzt erstmal viel Spaß mit diesem Interview. Okay, legen wir mal los. Dieter Janacek, so vielen Dank, dass Sie sich da spontan Zeit nehmen für das Interview hier zum Thema Fehlerkultur auf dem YouTube-Kanal. Mhm. Auf Wikipedia heißt es über Sie kurz und trocken: Dieter Gerhard Janacek ist ein deutscher Politiker und Mitglied des Bundestags seit 2013. Für alle, die Sie bis heute noch nicht kennen, welche weiteren drei Dinge sollte man über Sie wissen? Spontan fällt mir ein, dass ich mal österreichischer Staatsbürger war. Meine Eltern kommen aus Österreich, sind 1972 eingewandert. Also ich habe so ein bisschen den Hintergrund, dass wir viel in Deutschland rumgekommen sind und dann mal nach Bayern, München dann, aber Niederbayern. Aber es war so ein bisschen mein kleiner Migrationshintergrund, der beschäftigt mich heute noch ein Stück weit, nicht vergleichbar mit anderen. Zweites Ding, ja, was mich interessiert, ist halt hauptsächlich das Thema Wirtschaft, Digitalisierung und wie man es da hinkriegt, mit dem Klimaschutz gemeinsam Konzepte und auch neue Wege von Gesellschaft zu finden, die das möglich machen, dass wir da in einer grünen Gesellschaft leben, die funktioniert. Mhm. Und ein dritter Punkt, ja, sonst könnte ich nur sagen, dass ich, glaube ich, ein richtiger Pragmatiker bin. Also ich denke halt die Dinge durch und versuche halt Lösungen zu finden, auch zusammenzuarbeiten. Also mir liegt nicht so viel an Gegensätzen, das ist nicht so mein Ding. Okay. Ja, spannend. Meine ganze Verwandtschaft kommt aus Niederbayern. Insofern. Mhm. Ja, die wohnen bei mir auch in Niederbayern. Wohnen die dann in der Nähe. Genau. So. Okay. So, Angela Merkel hat diese Woche eine Pressekonferenz einberufen, bei der sie eine Entscheidung, die sie tags zuvor getroffen hat, oder eine Gruppe tags zuvor getroffen hat, wieder rückgängig gemacht hat. Und das bemerkenswert oder ungewöhnlich war, dass sie diese Entscheidung als Fehler bezeichnet hat und sogar um Verzeihung gebeten hat. Was ist da aus deiner Perspektive passiert? Ja, sie hat einen schweren Fehler gemacht, aber auch nicht sie alleine, sondern alle Ministerpräsidenten zusammen, alle Entscheidungsträger, die da von allen Parteien ja auch beteiligt waren, fast allen Parteien. Und sie hat dann die Verantwortung übernommen für diesen Fehler. Der Fehler war, glaube ich, dass man etwas angekündigt hat, nämlich die Osterruhe, also einen harten Lockdown für mehrere Tage. Und den konnte man dann rechtlich und vielleicht auch, weil sie es nicht wollte, dann aufgrund Druck der Wirtschaft nicht einhalten. Und diese Kommunikation war so desaströs, dass man da nur noch mit einer klaren Krisenkommunikation, ich habe einen Fehler gemacht, entschuldige mich dafür, rauskam, was ehrenwert ist, dass sie das gemacht hat. Und damit hat sie natürlich auch den Druck ein bisschen von den anderen genommen. Also hat sich auch noch solidarisch gezeigt mit dieser Entschuldigung. Ja. Okay. So, und dieser Begriff Fehlerkultur ist in diesem Kontext auch aufgetaucht. Und darum fand ich das spannend, mal zu dem Thema zu machen, für so ein Video für diese Woche. Und das ist so ein Begriff, der seit den 70er Jahren immer mehr so zunächst im pädagogischen Bereich konkretisiert wurde. Und Fakt ist, dass jede Organisation, jedes Unternehmen, jeder Sportverein, jede Familie und auch ein ganzes Land immer eine Fehlerkultur hat, auch wenn man sie nicht unbedingt so konkretisiert in Worte fassen kann. Du bist jetzt seit 2013 Mitglied des Bundestags. Wie würdest du die Fehlerkultur in der Politik in Deutschland beschreiben? Also es wäre sicherlich wünschenswert, wenn man einfach auch Fehler eingestehen kann und dafür Respekt kriegt. Das ist natürlich aber nicht immer so. Also es ist in der Tat eher so, dass Fehler ja gesucht werden und kritisiert werden. Man soll natürlich auch kritisieren, auch von der Öffentlichkeit. Gerade wenn ich mir die sozialen Netzwerke so anschaue, dann ist da keine Fehlerkultur spürbar. Also es ist eher das Gegenteil. Also der Druck auf uns ist natürlich auch sehr hoch, perfekt zu sein, was wir natürlich nicht sind. Und sich verletzlich zu geben und zu sagen, wir machen auch Fehler, ich kann mir das durchaus vorstellen, das zu sagen, habe ich wahrscheinlich auch schon mal. Aber eigentlich ist man sehr unter Druck, keine Fehlerkultur sich einzugestehen, und das ist auch ein Problem. Ja. Deswegen war das vielleicht auch bemerkenswert, dass die Kanzlerin den Fehler so klar
und ja sogar vor dem Plenum des Bundestages eingestanden hat, in einer Deutlichkeit, wie man das selten hört. Kann man aber auch nicht jede Woche machen, weil dann ist man irgendwann nicht mehr führungsstark. Also Führungsstärke, Fehlerkultur in der Politik, das ist ein Thema für sich, in der Wirtschaft allerdings wahrscheinlich auch ein Stück weit. Ja. Zur Wirtschaft kommen wir auch gleich noch. Ja. So. Aber so würdest du das als eine gesunde Kultur bewerten, wo du sagst, ja, so sollte man langfristig weiterfahren, oder gibt es da was, wo du sagst, das würde ich mir wünschen, wo wir uns weiterentwickeln würden als Politik in der Fehlerkultur? Ja, wir haben natürlich jetzt wieder einen Wahlkampf vor uns, da wird ja ganz intensiv geschaut, was machen die anderen für Fehler, und dann wird darüber auch versucht, Kampagnen aufzubauen, und das ist nicht immer schön, aber das lässt sich das abstellen, wahrscheinlich nicht so einfach. Also man sucht sich halt auch seinen Vorteil. Das ist auch ein Nachteil von Politik, von Öffentlichkeit, aber man muss halt auch sehen, dass der Druck der Öffentlichkeit ja auch enorm ist, und gerade in dieser Krise, wo ja auch Fehler gemacht werden. Auch der Jens Spahn hat ja mal vor einem halben Jahr, ich war sogar dabei, gesagt, wir werden uns viel verzeihen müssen. Das ist so, weil die Überforderung jetzt einfach auch offensichtlich ist in der Politik, und zwar nicht nur bei der CDU, sondern auch bei anderen, denke ich. Aber dass das automatisch dazu führt, dass man sich Fehler verzeiht und die nicht ausschlachtet, das glaube ich nicht. Also das wird so nicht sein. Insofern muss dann jeder für sich damit auch umgehen, Fehler einzugestehen. Es ist ehrlich gesagt einfach auch sinnvoll, Fehler einzugestehen, als immer zu behaupten, man hätte keine gemacht, glaube ich, weil es ist ja auch nicht glaubwürdig. Das merken ja auch die Menschen. Ja. Ja, das ist so eine Frage, ne? Also ist es klug, als Politiker einen Fehler zuzugeben? Und das ist ein... Ja, da gibt es ja den Donald Trump, der hat ja nie Fehler gemacht. Das ist ja so das extreme Beispiel eines Politikers, der immer gewinnt, ne? Selbst wenn er verliert. Und der hat damit aber auch durchaus viele begeistern können, mit diesem unglaublichen Eingeständnis von nicht verletzlich sein. Oder was heißt Eingeständnis? Das war sein Bild von sich. Der war nie verletzlich und der war immer gewinnt und ja, immer stark. Ja. Immer stark. Erstaunlich, dass man diese Selbstdarstellung auch durchaus ziemlich weit kommen kann. Ne? Das ist ein ganz schönes Spannungsverhältnis, dem man sich da bewegt. Ja, das ist ein eigenes Thema, ja. Ja. So, du bist auch Wirtschaftspolitiker, Sprecher von Bündnis 90 Die Grünen. Und jetzt hat sich das ein bisschen gewandelt, die ganze Diskussion zur Fehlerkultur und dieser Begriff überhaupt. Ist dann in den 90er Jahren auch nach und nach so in der Wirtschaft ein Begriff geworden, den man durchaus diskutiert hat. Welche positiven Aspekte einer Fehlerkultur haben Sie in deutschen Unternehmen kennengelernt? Ja, ich hatte erst gestern Abend eine Runde mit über 30 Unternehmerinnen und Unternehmer, hauptsächlich waren es dann doch Männer, aber das hat sich schon ein Stück weit geändert, dass man auch offener geworden ist, nicht mehr dieses patriarchalische Denken, also der starke Mann führt in der Industrie und so, das ist etwas besser geworden, ist noch nicht komplett abgeschüttelt, würde ich sagen. Aber also so eine differenziertere Sicht auf Leistung und Erfolg finde ich schon vor. Aber am Ende ist natürlich das System, auch der Shareholder Value, der Kapitalismus, der verzeiht ja jetzt auch nicht so viele Fehler. Ich meine, am Ende, wenn ein Unternehmen dann nicht gut wirtschaftet, dann ist es vielleicht auch schnell weg vom Markt oder verliert Anteile und muss Beschäftigung abbauen. Also die Fehlerkultur kurzfristig ja, aber langfristig musst du natürlich erfolgreich sein mit deinem Unternehmen. Zumindest so, dass du dann die Ziele erreichst, die du vorgegeben hast, erreichen zu wollen, ja. Okay, also gibt es da etwas, wo du sagst, das sticht für mich heraus, wo wir uns einfach noch weiterentwickeln sollten als Unternehmen? Ich weiß, es ist ja pauschal gesprochen, aber es gibt ja schon auch in Deutschland so eine grundsätzliche Herangehensweise am Umgang mit Fehlern, und der sich auch in den Firmen widerspiegelt, im Umgang mit Mitarbeitern oder Mitarbeiter untereinander. Irgendwas, was dir raussticht, wo du sagst, das, also finde ich klasse, wenn man sich da weiterentwickeln könnte. Ja, wir sehen ja jetzt in dieser Krise, dass wir eben kein Organisationsweltmeister sind in Deutschland. Das müssen wir bitter zur Kenntnis nehmen, und vielleicht liegt das auch daran, dass wir uns für so perfekt gehalten haben und nicht reflektiert haben, dass wir eine ganze Reihe von Defiziten haben. Digitalisierung oder auch die Verwaltung ist nicht modern genug offensichtlich. Die Politik ist in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt. Der Föderalismus ist notwendig, aber so wie er jetzt arbeitet in der Krise, ist er zu langsam und zu inflexibel. Da sind überall Fehlerstellen, über die man mal reden sollte, glaube ich. Und das System, dass dann jeder der Tollste und Beste sein sollte, das haben wir immer. Das wird sich auch nicht grundsätzlich vielleicht ändern. Aber es ist ja auch eine Forderung an die Öffentlichkeit selber, dass sie vielleicht auch Politikerinnen und Politiker wertschätzt, die da ein bisschen von diesem Image abrücken. Hat ja die Kanzlerin auch ein Stück weit so symbolisiert, fand ich, über die Jahre, dass sie ja jetzt nicht den harten Mann rausmarkiert hat, der sie ja nicht ist. Ja, genau. Und sie, das war zumindest ist für mich auch offensichtlich geworden, dass sie da was gemacht hat, wo Leute... Ich habe es ein bisschen beobachtet, ich habe diese Pressekonferenz gesehen,
zufällig irgendwie beim Mittagsfernsehen mal kurz eingeschaltet beim Mittagessen und dann hieß es so, jetzt kommt gleich eine Pressekonferenz mit der Bundeskanzlerin und dann alles so, was passiert jetzt, ja. Und dann macht sie diese Aussagen und dann habe ich gedacht, jetzt bin ich mal gespannt, also wie die Reaktion, wer die Interpretationshoheit gewinnt hier, und das war ganz kontrovers, also dann einerseits von Journalisten, von... Ja, die hat damit schon natürlich erstmal gepunktet, weil ja das so überraschend kam und so klar war, dass die Leute ihr Respekt zollen. Problem wird halt sein, wenn sich das jetzt nicht in Handlung übersetzt. Also aus meiner Sicht macht sie auch offensichtliche Fehler und auch schwere Fehler. Wenn sie das nicht ändert, dann wird es natürlich die Entschuldigung allein das nicht heilen. Ja, auf jeden Fall die Weiterentwicklung. Ja. Die führt dann letztendlich langfristig zur Glaubwürdigkeit. Ne? Ja. Jetzt habe ich mal ein bisschen recherchiert und tatsächlich habe ich gelernt, dass Fehlerkultur nicht nur etwas ist, womit sich Leute in der Neuzeit beschäftigen, sondern in Griechenland hat Aristoteles mal eine ganze Abhandlung geschrieben zum Thema Fehler. Mhm. Und das war sehr spannend. Da hat er drei Kategorien von Fehlern beschrieben. Der erste griechische Wort atuchema, das ist ein Unglück, ein Unfall, der unvorhersehbar per se war und absichtslos entstanden ist. Der zweite Bereich ist Hammerthema, das ist ein Begriff aus dem Bogensport, wo man sagt, man zielt auf etwas, aber man schießt halt einfach manchmal, auch wenn man zielt, am Ziel vorbei. Also ein unvorhersehbarer Fehler, der aber keineswegs mit übler Absicht herbeigeführt wurde. Und der dritte Bereich ist Attikema, nennt sich das. Das ist also eine böse Tat mit vorhersehbaren negativen Folgen und schlechten Absichten. Die Bundeskanzlerin hat da zwei Ruhetage ausgerufen und am nächsten Tag wieder alles rückgängig gemacht und dadurch natürlich einige Leute sehr beschäftigt durch diesen Vorwärts-Rückwärts-Sprung. Und das hat sich einfach nicht als umsetzbar herausgestellt. In welche Kategorie würdest du das jetzt einordnen? Also sie hatte mit Sicherheit keine böse Absicht. Ich glaube, niemand hat momentan eine böse Absicht, die Pandemie zu bewältigen. Der Versuch war halt, aufgrund der steigenden Zahlen, die wir ja gerade wieder haben, etwas Erleichterung zu schaffen mit einer konzertierten Aktion, die ich prinzipiell für sinnvoll halte, zu sagen, lieber kurz und hart als lang und ja, schwierig für alle zu ertragen und damit auch so eine Möglichkeit zu schaffen, wieder ein bisschen vor die Welle zu kommen, so wie man ja so schön sagt. Also die Absicht war gut, aber das Ausführen war schlecht und das Problem ist vielleicht einfach auch, dass man dann spürt, wo ist eigentlich das Gesamtkonzept. Ich glaube, das Problem ist ja übrigens, dass man sich total nicht einig ist, wie man mit der Pandemie umgehen soll. Also auch zwischen dem Ministerpräsidenten und der Kanzlerin. Und das ist ein Problem. Wir sind uns in Deutschland nicht einig, wie wir das bewältigen wollen. Mhm. Übrigens auch ethisch sind wir uns nicht einig. Was wollen wir zulassen? Wie viel wollen wir einschränken? Und vielleicht auch akzeptieren, dass in der Pandemie nicht die Möglichkeit besteht, zu sagen, es gibt keine Krankheit mehr. Das ist so nicht. Ja, es sind viele Werte, die da miteinander konkurrieren und wo nie so richtig klar ist, was es eigentlich jetzt wirklich... Da haben wir uns nie entschieden, was wir wollen. Die Kanzlerin wollte vielleicht immer ein bisschen schärfer regulieren, allerdings aus meiner Sicht vielleicht auch an der falschen Stelle. Also bei den Kindern in der Schule sehr scharf, in der Wirtschaft nicht scharf. Würde ich sagen, habe ich für mich ein Problem. Ja. Ich würde es umdrehen. Ja, das wird noch sehr spannend sein, wie es in den nächsten Monaten sich weiterentwickelt. Ja. Ja. Letzte zwei Fragen. Was ist ein Fehler, den Sie hoffen, nie zu begehen? Das kann man jetzt ja angesichts der Korruptionsfälle ganz klar benennen, dass ich hoffentlich nie anfällig werde für wirtschaftlichen Einfluss, der mein Handeln beeinflusst oder sogar dann Geld entgegennimmt für Entscheidungen. Ja. Mhm. Kann ich mir auch nicht vorstellen, aber das ist trotzdem etwas, was ich kenne einige der Akteure. Also mit dem einen habe ich Fußball gespielt im Bundestag, ein anderer ist aus Bayern, den kenne ich auch. Also es sind auch so vom Menschlichen hatte ich nie den Eindruck, dass es schlechte Menschen sind, aber die haben sich offensichtlich verführen lassen. Ja. Und zwar ziemlich drastisch. Ja, ja, das waren ziemlich einschneidende Dinge. Mhm. Was war der letzte Fehler, den Sie gemacht haben? Ich selber? Ja. Jetzt gerade, oder? Der letzte, der in den Sinn kommt. Ja, es ist halt in der Pandemie vielleicht so, wenn man dann selber überzeugt ist von einer bestimmten Idee, dass man dann auch zu scharf ist in der Argumentation und nicht mehr sieht. Also ich habe immer zu denen gehört, die gesagt haben, wir müssen sehr stark beide Seiten sehen. Und beim Thema Schule war ich sehr für dafür Kinder und bin ich auch weiterhin, dass Kinder in die Schule gehen dürfen. Von mir aus auch mit Testen und mit Impfen der Lehrer. Und andere sind da ja sehr dagegen und ich habe dann da auch mich in so einen Kampf reinbegeben, der vielleicht manchmal zu hart war. Das, also ich habe dann auch nicht mehr nachvollziehen können, die Gegenseite. Da war ich dann nicht mehr empathisch genug. Das würde ich jetzt mal als einen Fehler sehen, weil ich die Angst ja auch akzeptiere. Aber
hatte ich vielleicht zeitweise nicht. Das ist vielleicht auch ein kleiner Fehler, ich habe sicher auch schon andere gemacht, aber das ist der letzte, der mir einfällt, ja. Okay. Schwierig genug in der Situation. Ja. So, ich habe einige Videos auf YouTube gesehen von Ihnen und wie Sie dann in Ausschüssen und Gremien tätig sind und viel in Ihrem Bereich leisten. Und vieles davon, denke ich, wird häufig nicht gesehen. Was mir in den Sinn gekommen ist, ist der Spruch, weiß nicht genau, ob ich ihn richtig zitieren kann, aber wer wenig arbeitet, macht wenig Fehler. Wer viel arbeitet, macht mehr Fehler als jemand, der wenig arbeitet. Und insofern vielen Dank für Ihr umfangreiches Engagement im gesellschaftlich sehr wichtigen, relevanten Bereich und dass Sie sich da obendrauf noch Zeit für das Interview heute genommen haben. Danke, hat Spaß gemacht und alles Gute Ihnen. Ja, Ja, gut. danke. Ja, spannend. Ja, cool. War ein bisschen schwer, beim Du zu bleiben. Ne? Ja, ich glaube, ich bin ein, zweimal gesprungen hier. Ich habe gedacht, oh. Als wir dann so da sind, dachte ich, nee, eigentlich sollten wir Du sagen. Jetzt haben wir uns voll für Sie entschieden. Das ist, wenn die Leute dann so bewerten, wie sie wollen. Die, ja.